Hallo und willkommen zu einem weiteren Flohmarkt-Pickup-Video. Ich und mein Bruder waren heute auf zwei Flohmärkten, einem Siedlungsflohmarkt bei mir in der Nähe und einem Dorfflohmarkt. Ja, und wir haben ein bisschen was gefunden. Und ja, während das Intro läuft, nehme ich noch mal einen Schluck Saft. Ja, heute waren zwei Flohmärkte am Start bei mir in der Nähe, wirklich in der gleichen Stadt bei mir, in einer Siedlungsbereich. Gab es einen Jugendflohmarkt, kann man sagen, Kinderflohmarkt. War natürlich auch viel Kinderklamotten dabei, aktuelle Sachen vor allem, aber auch sehr viele Bücher, DVDs mehr als Filme. Jedenfalls, da waren wir zusammen unterwegs, früh, hat auch noch aufgebaut, als wir das verlassen haben, aber im Endeffekt haben wir schon so gesehen, dass da nichts mehr kam, was wir finden hätten können. Und danach sind wir gleich zu einem Dorfflohmarkt gefahren, der etwas weiter raus war, aber auch recht schön, so auf einer Wiese aufgebaut. Und übrigens bei beiden gab es Kaffee und Kuchen und Live-Musik und also es waren so kleine Events, die aufgebaut sind. Ja, und der Dorfflohmarkt, der war auch richtig schön gemacht, also richtig bäuerliche Gegend, ne, auf dem Bauernhof war der Parkplatz und dann sind wir da zu so einem Sportplatz geraten und da war eine riesen Wiese, die war sehr, sehr vollgestellt und das war auch, wir haben da so ein paar Kleinigkeiten gefunden. Es ist jetzt nicht diese Mega-Ausbeute, deswegen sage ich mal, es sind mehr feine, kleine Sachen. Die sind hier ein wenig durcheinander, selbstverständlich, als weil ich sie sortiert habe, aufgebaut. Ich versuche so zwischen zu sagen, von welchem Flohmarkt was ist. Ich hoffe, ich kriege auch die Preise alle zusammen, damit ich euch das so ein Bild machen kann, was wir dafür bezahlt haben. Ja, genau, das war wie gesagt ein sehr schöner, waren schöne Flohmärkte. Ich hatte noch einen dritten Flohmarkt zur Auswahl, der war aber ein bisschen mehr, ich sag mal, der Bazar-Flohmarkt, der kommerzielle, wo sehr viele, Möchtegern-Händler sind oder so, wie man es auch bezeichnen möchte. Diesmal war bei diesem ersten Flohmarkt, der Siedlungsflohmarkt, der war wirklich mehr so auf Kindersachen getrimmt. Deswegen war, wie gesagt, sehr viel modernes Zeug dabei. Es waren auch ältere Sachen, aber jetzt nichts, was ich suche und so weiter. Wirklich älterer Trödel und auch alte Platten und so weiter. Kam einer sogar mit einer Schubkarre voll mit Platten an. Aber alles Schlager der 80er, da habe ich jetzt nichts gefunden. Wo ich eine Platte gefunden habe, zeige ich euch auch gleich. Ja, ansonsten war auf dem zweiten Flohmarkt, kann man sagen, der war wirklich auch mehr trödellastig. Da war wirklich antiker Trödel und so alte Flaschen, Gläser, Werkzeuge. Ja, also Werkzeuge nicht in der Masse, aber so diese alten Sachen eben halt. Auch viel Kinderzeug ist halt das Aktuelle. Dadurch findet man weniger Retro-Stuff. Und ich muss auch sagen, wenn man so ein bisschen überfliegt, PlayStation 2 war fast gar nicht zu finden. Jetzt spoilere ich so mal so ein bisschen. Man sieht so, wie manche Games-Sachen, wenn man nicht die Händler bedenkt, zurückgehen. Also so Nintendo-Sachen, jetzt sei es nun Super Nintendo, NES, Game Boy, findet man fast gar nicht mehr. Auch PlayStation 1 ist schon selten und weniger geworden. Deswegen ist es schwerer, überhaupt zu finden. Naja, und ihr wisst, wir, also mein Bruder und ich, suchen vielseitig und gucken nach allem Möglichen, was uns interessiert. Was uns interessiert einfach. So, und dann fange ich auch gleich an. Ich fange mit dem vorderen Teil an hier, was ich hier, ich habe jetzt zwei Stühle vorbereitet mit den Dingen jetzt. Und ich versuche es auch zusammenzuhalten und zu sagen, von welchen Flohmärkten das dann heißt. So, auf dem Dorfflohmarkt habe ich eine Tasche gefunden, die hat 2 Euro gekostet. Und zwar eine coole Tasche von The Fast and the Furious und dann steht hier The Ultimate Collection. Das war so ein Gimmick, den man glaube ich bei Mediamarkt oder Saturn kaufen konnte, wenn man zusammen mit der DVD oder vielleicht sogar Blu-ray Collection eben halt gekauft hat. Das ist halt so eine Gimmick-Sachen gewesen. Fand ich ganz witzig, gerade wo ich Fast 10 gesehen habe und wie gesagt 2 Euro dafür, es ist neuwertig, nie benutzt. Ja, habe ich gesagt, nehme ich mit. Ich habe eh genug Stutz, aber ich mag auch irgendwie dieses Merchandise, auch gerade von Filmen, finde ich immer wieder cool. Ja, damit machte eben halt, wie gesagt, eine Tasche den Anfang. Auf dem gleichen Flohmarkt waren ja auch viele, die ältere Bücher hatten. Und einer hat Musiksachen gehabt und mein Bruder kann ein bisschen Gitarre spielen, deswegen hat er ein Gitarrenschulbuch mitgenommen. Auch mein Bruder hat sich da lange unterhalten,
Ich habe dann woanders geguckt und musste schon verhandeln, ohne dass ich die Figuren hatte. Also der eine Figur habe ich da mitgenommen. Die zeige ich euch gleich. Ich war genau am Stand gegenüber und ich wartete, dass er aufgehört hat zu reden, weil er verhandelt hat und auch über seine Gitarrenerlebnisse wohl gequatscht hat. Ich habe nicht zugehört, aber egal. Ein Gitarrenbuch gab es. Auch sehr, auch recht cool. Hoffe ich damit nichts anfangen kann. Aber er ja. Was aber auch bei dem gleichen zu finden war, und das war cooler, ist ein Art-of-Buch. Und zwar The Art of the Brothers Hildebrand. Die Hildebrand-Brüder sind Zeichner von Fantasy-Bildern, die auch viel für Herr der Ringe und Tolkien benutzt wurden, Buchcovers und so weiter. Hier sieht man zum Beispiel The Return of Gandalf von 78 aus einem Tolkien-Kalender. Auch richtig cool. Die haben auch für Star Wars Motive gemalt, für Trading Cards. Richtig cool und viele Fantasy-Novellen und ja, Spiele haben sie eben halt die Covers gemacht. Hier auch sogar zur Coca-Cola-Kampagne, also zur Coca-Cola-Werbung. Richtig cool. Ja, auch hier The Sword of Shannara, also von einem Shannara-Buch, das Cover. Also richtig cool. Das gab es, weiß nicht, für 2 oder 3 Euro. Das gab es für 4 Euro. Und das hat mein Bruder ganz gerne mitgenommen. Sowas sieht man seltener und es ist schon ein richtig schönes Kunstwerkbuch, weil es ja auch eine gewisse Zeit beinhaltet von damals und man ist viel mit diesen alten Büchern ja aufgewachsen. Man hat, oder auch die alten Spiele eben halt, wie jetzt die ganzen Schwarze Augen und so, diese Cover, man ist damit vertraut ja auch irgendwo. Auch, und das macht eben Spaß, wenn man diese alten Bücher doch durchguckt. Ja, das war jetzt vom Dorfflohmarkt. Im Siedlungsflohmarkt haben wir jetzt etwas Größeres gefunden. Das hat 7 Euro gekostet. Oder hat mein Bruder das gefunden. Er hat es gespielt beim Freund. Und zwar ist es ein Brettspiel von Sebastian Fitzek oder nach Sebastian Fitzek, Safehouse. Ja, ist so ein bisschen auf Geschwindigkeit, meinte mein Bruder. Dass man eben halt so ein bisschen unter Zeitdruck herrscht, muss man dann den Täter heraus ausfindig machen. Soll aber recht gut sein und dadurch hat mein Bruder es auch mitgenommen, als er es gesehen hat. Ja, auch gar nicht so einfach, das wieder aufzubauen. Naja, und der Preis ist okay. Das Ding kostet ja auch 30, 40 Euro, wenn man es neu kauft. Vermute ich mal, ich habe jetzt keinen Originalpreis im Kopf. Naja, wie dem auch sei. Ja, dann habe ich gefunden für 3 Euro 2 Porzellanbecher. Und zwar von Disney. Ne, einmal habe ich hier diesen Filmstreifen Donald Becher, richtig cool. Auch hier so mit Action oben drin. Ist auch unbenutzt. Jedenfalls sieht er so aus. Hat wohl viel gestanden. Hier ist ein paar so Abnutzungen unten, aber sonst sehr gut. Gab es wie gesagt für 3 Euro die beiden Becher. Also diesen Becher, der ist wunderschön. Und diesen Becher beim gleichen Stand. Ich stehe auf England. Hier ist mein Mickey. Als Beef Eater Wache, Minnie Maus und hier ist auch nochmal Mickey drin zu sehen. Hier ist leider kein Datum drauf, sind ist eine Walt Disney Mack Collection, exklusiv Design für AMA, Germany, England und Germany. Wie gesagt, ich sehe hier nur Disney, ja, wie gesagt, sagt man das, der Disney Copyright, aber kein Datum. Aber ich fand sie sehr schön und wie gesagt, für 3 Euro ja, habe ich sie mitgenommen. Und da habe ich auch noch passend dazu 2 Disney-Figuren mitgenommen. Das könnte von so einer Wundertüte sein aus McDonald's und Co. Hier eine Mickey-Figur im Halloween-Look, so ein bisschen als Frankenstein. Oder Frankensteins Monster mit Kürbissen in der Hand. Fand ich ganz witzig. Hat mich 50 Cent gekostet. Und die hat mich auch 50 Cent gekostet. Oder 1 Euro. 1 Euro oder 50 Cent. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Aber die ist sogar etwas teurer und seltener. Ein Genie auch von Bulliland. Richtig cool. Die hat mir richtig gut gefallen. Und Genie habe ich echt noch nicht gesehen. Meistens mal ja Mickey Mouse, Donald und Daisy und Minnie Mouse. Aber jetzt habe ich auch ein Genie. Und das, ja. Das fand ich sehr witzig. Genau. Ich
ziehe jetzt das nochmal vor, weil es ist zwar so kurz auf eine Art zu Computerspielen, aber doch nicht. Und zwar habe ich ja auch noch gesprochen, wo mein Bruder dieses Gitarrenbuch gefunden hat, dass ich da eine Figur in der Hand hatte. Wir haben noch ein bisschen mehr bei dem Stand mitgenommen. Das war, wie gesagt, auf dem Dorfflohmarkt. Die Figuren waren auch alle auf dem Dorfflohmarkt. Das ist jetzt alles wieder Dorfflohmarkt. Auf dem ersten Flohmarkt, merke ich gerade, haben wir in diesem Siedlungsflohmarkt nicht ganz so viel gefunden. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Figur, die ist zum Hinstellen einfach toll. Das Spiel ist, wie gesagt, nicht mehr das, aber Disney Infinity. Und zwar hier haben wir Rapunzel, auch richtig cool, richtig hübsch geworden. Da kann man sich echt hinstellen. Das Spiel, ja, muss nicht unbedingt sein. Ich gucke gerade, welche Version, ob das welche dritte, nee, ist das nicht ständig drauf. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Figur und die sollte hat 2 Euro kosten. Wir haben noch mit zwei anderen Sachen gebundelt oder 3 anderen Sachen. Ja, ich kann vorgreifen, weil es ist jetzt nicht, es ist im Bereich Gaming gewesen. Ich werde ja heute mal durcheinander. Und zwar einen PlayStation 3 Controller war dabei. Das sollte 5 Euro kosten. Auch im sehr schönen Zustand eigentlich. Wir haben ihn noch nicht getestet, nur sauber gemacht. Da hatte noch einen zweiten, der klebte aber irgendwie, da war das Plastik schon am Kleben. Der fühlte sich gut an, die Knöpfe alle top. Ja, gab es für einen Fünfer. Genauso für einen Fünfer. Hat nur eine Kleinigkeit, die wir jetzt hinterher bemerkt haben, die nicht so gut war. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ein PlayStation 2 Controller, komplett mit Kabel. Aber hier hinten hatte irgendwie einer die Schraube mit einer anderen ersetzt. Das ist uns erst hinterher aufgefallen. Ja, das gab es zusammen. Die sollten je 5 kosten. Die Figur 2 waren wir bei 12 und noch ein Computerspiel, was ich noch später zeige, für 1 Euro. Und wir haben ein bisschen runtergegangen. Ich habe 12 Euro zusammen nicht viel gespart, aber es war schon so grenzwertig. Wir haben auch Sachen gefunden, wo man überlegt hat, nimmst du mit oder nimmst du nicht mit. Bei dem Dorfflohmarkt hatte einer 2 Tamagotchi total verpackt von 1997 zu verkaufen. Der wollte aber 60 Euro das Stück haben. Da bist du auch überlegen, nimmst du mit, nimmst du nicht mit. So richtiger Schnapper wirkt das nicht. Es ist selten zu finden. Du kriegst es vielleicht auch mal ein bisschen mehr verkauft, wenn man es weiterverkaufen möchte. Für einen selbst ist das dann so eine Überlegung. Da überlegt man, nehme ich es mit, nehme ich es nicht mit. Wir haben nicht mitgenommen. Sonst hätte ich es euch zeigen. Das würde ich euch zeigen. So, weiter geht's. Was haben wir noch gefunden? Ich glaube, für 2 Euro hat mein Bruder ein Buch mitgenommen von dem deutschen Autor Markus Heitz. Die dunklen Lande, ein Fantasy-Abenteuerroman. Ich kann euch dazu nichts sagen, es hat ihn angesprochen. Und ja, der Markus Heitz ist gerade durch die Zwerge, durch diese Fantasy-Reihe sehr bekannt. Ja, und ja, warum nicht? Kann man machen, kann man mitnehmen. Dann habe ich ja schon gesprochen, ich habe eine LP mitgenommen, die war auch auf dem Dorfflohmarkt, hat mich 2 Euro gekostet. Ist ein Kindheitsstück, ob ich sie behalte, weiß ich immer noch nicht, aber erstmal, wann findet man sie? Auch mit Michael Schanze hat gesungen, aber es ist egal. Es ist Donald Ducks Geburtstagsparty. Noch ein schönes Artwork, deswegen habe ich es auch mich doch entschieden mitzunehmen. Hier hinten sieht man die ganze Gang. Donald Duck feiert Geburtstag. Michael Schanze gratuliert dem Liebling aus Amerika. Ja, die Platte zur gleichnamigen Fernsehserie im ZDF. Die Hülle ist ein bisschen, ja, ist halt angegriffen, muss man sagen. LP sah gut aus, kommt auch noch in diesem Schutzcase. Also die LP, ja, ein bisschen staubig am Anfang, aber das war's auch. Ja, ansonsten sehr, sehr gut. Ja, die Songs sind... weiß ich nicht, wie man sie beschreiben soll. Es sind so, Michael Schanze singt mit zig Leuten und es sind einfach eigene Songs. Aber ich muss eins sagen, das Coole ist, die Musik ist von Christian Bruhn. Hier steht ja auch immer Musik und Bearbeitung Christian Bruhn. Christian Bruhn ist der Komponist von Captain Future. Das ist für mich dann so eine Sache, wo ich sage, ja, deswegen muss ich es eigentlich behalten. Als Captain Future-Fan habe ich hier eine CD oder eine LP mit Musik von Christian Bruhn, ja, dem Captain Future-Komponisten. Ja. Das Ding war übrigens, wann ist das denn rausgekommen überhaupt? 84, von 1984. Aber was sagt ihr? Das ist im Artwork. Richtig cool.
Ja, ich werde jetzt da keine Musik raussuchen. Könnt ihr gerne mal googeln. Wird bestimmt lustig werden. Ja. Was habe ich noch gefunden? Ja, passend zu dem kann mich was von Disney. Einen Teil habe ich gefunden. Hat mich 2 € gekostet. Und zwar einen Kassettenkoffer von DuckTales. Der Koffer hat leider ein paar Macken. Die erste Macke, die ihr seht, ist sonnengebleicht von vorne leider. Hinten noch top das Bild, wirklich. An der Seite ist es eben trotzdem gelblich gewesen. Und man merkt, wie hier die Farbe weggegangen ist. Ich meine, hier an der Seite weiß ich gar nicht, ob die Farben weggegangen sind. Die sind sehr einheitlich. Man merkt aber, dass es sonnenausgeblichen ist eben halt. Ne? Das ist hier sehr viel deutlicher auf dem Boden. Aber soll's, für 2 €, man findet die sehr selten. Sind auch hier schon gebrochen. Könnt ihr sehen, hier so, das ist leider aufgebrochen. Ist halt eine Sache der Zeit, ist ja auch bestimmt schon 15, 20 Jahre alt. Das Inlay hier drin ist auch noch da für die Kassetten, das waren noch Kassetten drin. Da war aber nichts Besonderes dabei, sodass ich gesagt habe, komm, brauche ich nicht. Na komm, hier ist das Inlay, aber das ist so ein dünnes Plastik und das fängt leider an zu bröckeln und zu brechen. Also es hat auch schon sein Ende erreicht. Aber zum Hinstellen, gerade wenn man das sich so hinstellt mit dem Cover, mit dem guten, dann jo, funktioniert das sogar noch. Gut, kommen wir zu den weiteren Sachen. Jetzt kommen ein paar Filme und wir haben auch Filme gefunden. Für 1 € habe ich mitgenommen die Leihkassette von Pokémon, der Film, auf VHS. Ja, in einem sehr schöner Zustand. Ist jetzt rein zum Weitergeben sozusagen für die Tauschkiste oder für die Börsenkiste gedacht, aber findet man eben halt seltener auf Videokassette und die Pokémon-Filme sind natürlich auch sehr beliebt. Ja, dann habe ich noch eine VHS mitgenommen, aber auch eigentlich wegen der Special Edition. Lag da, hat mich 2 € gekostet, habe ich auch nicht gehandelt. Ich hätte ihn noch machen können, aber war egal. Von Titanic, wunderbare Edition. Die kann man hier aufmachen und deswegen habe ich es mitgenommen, das hat mich dann gereizt. Das zeige ich euch als letztes. Die Videokassette, natürlich, wie sich's gehört, nicht zurückgespult. Ist richtig schön drin mit dem Cover, das sieht auch toll gemacht aus. Passt hier perfekt rein. Dann sind hier 8 Artwork-Karten. Mal sehen, ich will sie mal euch zeigen. So, hier Kate Winslet und Billy Zane. Ein junger Leonardo DiCaprio, wie er Kate Winslet zeichnet. Hier haben wir Kate Winslet kurz vorm Springen. Also ein bisschen Postkarten-Style oder so alte Fotomäßig. Hier die Titanic beim Untergang. Mann, das klingt so komisch, die Titanic beim Untergang. Dass man dabei ist. Dann hier auch nochmal Kate Winslet und auch Billy Zane, den man noch sieht, wie sie gerade an Bord der Titanic gehen. Hier haben wir ja nochmal die Titanic, wie sie gerade bestiegen wird. Auch richtig schön. Hier haben wir jetzt ein Bild aus der Neuzeit, wie Rose nochmal in die Vergangenheit blickt und Sachen sieht von der Titanic. Und das hier, das ist ein sehr schönes Bild. Rose und Jack beim Tanzen in der unteren Etage. Ja, richtig schön. Es gab so als Bonus dabei. Ich mag diese Special Editions von Filmen. Diese sieht man seltener, sage ich mal so. Na, komm rein, geh rein. Diese Special Editions sieht man schon seltener. Auf VHS sowieso, da gab es nicht ganz so viele Spiele, bei DVD gab es ein bisschen mehr. Und als Bonus gab es noch, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ein bisschen schwer wahrscheinlich, einen Filmframe von Titanic. Hier sogar von der Stelle, wenn ich es richtig beschreibe, wo Jack gerade Rose zum berühmten Bild führt. Also zum berühmten Bild, wo sie vorne am Bug der Titanic stehen. Richtig toll. Ja, gab es wie gesagt für 2 € und... Ich liebe Collector's Editions und so weiter. Ich hatte früher von James Bond mal welche, habe ich auch abgegeben. Ja, jetzt habe ich eine nochmal von Titanic. Ja, warum nicht?
Wie gesagt, schöne Sachen haben wir heute gefunden. Also es sind so Kleinigkeiten, es sind vielleicht jetzt nicht die Brüller, die Retro, ja, Schätzchen. Das sind alles so kleine Besonderheiten, das finde ich. Ja, kommen wir zu Filmen weiter. Ich habe noch ein paar Filme gefunden, 3 Stück an der Zahl. 2 Blu-rays, und zwar einmal auf Blu-ray mit Gerald Butler und Curtis 50 Cent, Criminal Squad, die 2-Disc Edition mit 3 verschiedenen Filmfassungen. Keine Ahnung, wie der Film ist. Man hat ihn meinem Bruder empfohlen und dann hat er gesagt, gucken wir mal. Gerald Butler hat ja gerne Action gemacht. Ich machte seine Olympus-Reihe. Ja, und hier ein Film, auch auf gut Glück mitgenommen, weil es aus dem Studio von The Raiders von den Koreanern, Red Eagle, Hero Never Dies. Hat so ein bisschen was von Batman halt, ne? Wenn man sich genau anguckt. So im Steelbook. Die Filme gab es für, ich glaube, für 2 Euro. Hier für 1 Euro gab es diesen Film. Auch ein Klassiker, gibt es auch auf Blu-ray. Aber wenn man ihn so offen findet und man hat ja das... Naja, dann nimmt man die Filme auch mit. Mit Michael Paré, Diane Lane und William Dafoe, Straßen in Flammen. So ein 80er-Jahre-Klassiker. Ja, für 1 Euro. Macht man nichts verkehrt. Kann man auch mal eine DVD mitnehmen, die Filme angucken und dann upgraden auf Grey. Also, das sehe ich auch nicht falsch. So, aber ihr wollt ja noch sehen, was haben wir an Computerspielen gefunden. Und, ja. Also, das gab es auch alles auf dem 2. Flohmarkt. Also, ihr seht, und ich gucke jetzt gerade, und auch alles, was ihr jetzt an Games seht, also, der 1. Flohmarkt war zwar schön, aber da war nichts für uns wirklich dabei. Ich hatte noch bei 3 Fragezeichenbüchern überlegt, aber... Die haben weit über oder gerade mal 5-6 Euro gekostet. Das war mir dann doch zu viel. Hinterher habe ich überlegt, eins, was noch nicht als Hörspiel veröffentlicht wurde, hätte ich mir zulegen können. Wäre interessant gewesen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ist auch egal. Es passiert. Vielleicht finde ich die beim nächsten Flohmarkt nochmal. So, aber was habe ich jetzt an Spielen gefunden? Da, wo wir die Controller gefunden haben, gab es auch ein Spiel. Und das war die Schlacht um Mittelerde, Herr der Ringe 1, hier in der Most Wanted Edition. Aber eine Most Wanted ist das schon. Das ist ein echt teurer Titel heutzutage, die Schlacht um Mittelerde, weil die Lizenz nicht mehr eben halt auch bei Steam und Co. liegt. Ja, da ist ein Code drin, dass man sozusagen, wenn man CD hat und eine Hülle mit dem Code, kann man das Spiel immer noch spielen. Also richtig gut. Wird sowas nehme ich immer mit. Genauso wie ich mitnehmen musste einfach, und ich habe die Edition auch schon, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Tales of Monkey Island. Gab's für 1,50. Musste einfach. Habe ich schon, aber ich kann sowas dann nicht liegen lassen. Entschuldigung. So, weiter geht es mit noch moderneren Spielen. Und zwar kommt dann hier für die Wii Mario Power Tennis in der Nintendo Select Edition. Da haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Euro. Ich bin gerade weggegangen. Also mein Bruder, glaube ich, ja, sagen wir, ich glaube 4 Euro war das, was wir bezahlt haben. Ist komplett vollständig. Ne? Mario Power Tennis, auch wenn es eine gelbe CD hat und alles. Ja, noch dabei. Richtig nett. Und ein Spiel, was wir mitgenommen haben, ja, eigentlich für die Sammlung mehr. James Bond, ein Quantum Trost, gab es für 1,50 Euro. Hat sogar keine Jugendfreigabe, ist immer sehr spaßig, ne, für einen Shooter. Und das hat 10 Euro gekostet, aber mein Bruder hat sich im Nachhinein doch schon geärgert, weil im Endeffekt ist die PlayStation 5 Version richtig billig geworden im Vergleich. Far Cry 6 für die PlayStation 4. Ja, das war's. Das war die Flohmarktausbeute von einem Dorfflohmarkt und einem Siedlungsflohmarkt. Ja, es ist nicht wenig, es sind auch schöne Sachen dabei. Ja, ach, mehr kann ich eigentlich nicht sagen, es war schön. Wir haben uns entschieden, diese Teile mitzunehmen. So muss man ja auch sagen. Ja, und ja, mir fällt jetzt kein Wort mehr ein, jetzt seid ihr dran. Kommentiert unten, ne, was ist euer Highlight? Ich muss sagen, bei mir sind es wirklich die Becher und das DuckTales Kassettenbuch sozusagen oder Kassettencase, weil ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten, ja, ihr sagt, was ihr gut fand und lasst uns kommentieren oder sprechen in den Kommentaren wieder. Dann gibt es dann noch einen Like-Button. Und ja, eine Glocke zum Abonnieren, damit ihr nicht das nächste Video verpasst, denn es kommen ja immer wieder neue Videos. Ja, ansonsten, ich laber jetzt schon zu viel. Ich werde nochmal einen Schluck trinken zum Abschluss, ne, wenn ich gesagt habe,
Tschüss, bis zum nächsten Mal.